dem Weg zur Rocky Horror Picture Show. Nein, man ist nur die Horror Show. Also Rocky Horror Show. Total spät. Aus persönlichen Gründen. Ja, wir fahren jetzt so lang. Und wir hoffen, dass wir pünktlich ankommen. Denn na, wie sind wir um 20 nach 2 da? Denn ja, es ist 20 nach 2, es ist Mittag, es ist Nachmittag. Wer hätte das kommen sehen? Ja, wer hätte das kommen sehen? Wir, als wir nämlich bewusst die Nachmittagskarten genommen haben, damit wir uns noch einen schönen Tag in Düsseldorf machen können, erinnerst du dich? Ja. Scheiße. Beziehungsweise dann hatte ich nämlich damals so gesagt, dann können wir relaxed nach Hause fahren. Und haben auch noch was ein bisschen was gefahren. Weil wir nämlich mit der Bahn fahren wollten, erinnerst du dich? Richtig, genau. Oh nein, die hat jetzt was gesagt, die Frau. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir sind total verpeilt heute. Ja. Wir haben nämlich heute ausgeschlafen. Dann haben wir gefrühstückt und einen Film geguckt. Und dann wollten wir eigentlich noch einen Film gucken, weil wir wollten heute einen Gammeltag machen bis abends. Und uns heute Abend in Ruhe fertig machen. Bis ich dann mal, warum auch immer, in die Küche ging und die Karten geholt habe. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum ich die Karten geholt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Intuition. Und hab darauf geguckt und hab gelesen, 15 Uhr. Und das ist mir ins Herz stehen geblieben. Ja, bla bla. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, nein, nein, nein. Und dann bin ich zu Stefan gegangen ins Balkonzimmer. Und hab geschrien, wie flohen wir, wie flohen wir. Und wir haben uns jetzt in einer halben Stunde fertig gemacht. Wir sehen richtig gut aus. Wir haben es heute Abend auch nicht besser geschafft. Also doch, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich hätte mir vielleicht noch Locken gemacht oder ich so. Ich hätte meine Locken auch gemacht. Genau. Aber wir werden trotzdem die Geilsten sein, weil... Sieht man mein Glitzer, ne? Das sieht man, glaube ich, nur im Licht. Ja, nee. Sieht man nicht wirklich. Schade. Und so fahren wir jetzt heran. Ja. Sonst noch was? Wir melden uns dann gleich nochmal vor dem Kapitol. Wenn wir uns die Tüten gekauft haben. Weil das Erste, was wir tun werden, ist nämlich Tüten kaufen. Genau, weil ohne die Tüten geht nämlich gar nichts. Weil wir müssen nämlich nachher Reis schmeißen, Konfetti, ist dann da mit dabei, Klopapier, dann haben wir eine Wasserspritzpistole. Keine Ahnung. Eine Rasse. Eine Rasse. Ja! Das wird lustig. Ja. Ja, und wie ihr hört, ich habe Husten. Und ich hoffe, ich huste gleich nicht. Weil sonst nicht mehr gut. Oh, habt ihr schon meine Stulpen gesehen? Heiße Stulpen? Ja, heiße Stulpen. Ich hab die Stulpen. Da steht ein Bock drauf. Oh, Hülle Hügel! Dann kannst du auch nicht mehr weit sein. Okay, ja, wir berichten euch. Wir haben nämlich jetzt nur noch 9 Sekunden. 8, 7, 6. Sag tschüss, Sascha. Ciao.